19 Die Grünen. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Dieser Gesetzentwurf zur Parteienfinanzierung steht heute unter der Überschrift Wider besseren Wissens und bar jeder Vernunft. Und das ist was, das sollte Ihnen allen zu denken geben. Sie werden sich in Ihren Wahlkreisen, und da spreche ich jetzt die Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen der Union und der SPD an, nicht dahinter verstecken können, dass Sie sagen, na ja, das hat die Fraktionsführung irgendwie ausgehandelt, weiß auch nicht. Das ist so eine Reaktion, die ich in den letzten Tagen mal gehört habe und die bei mir angekommen ist. Es ist kein normales Gesetzgebungsverfahren. Es verstößt gegen alle Gepflogenheiten, die wir bisher in Sachen Parteienfinanzierung im Deutschen Bundestag zwischen den demokratischen Fraktionen pflegen. Denn da war es immer klarer Stil, wenn jemand etwas ändern wollte, Notwendigkeiten sieht, an der Parteiengesetzgebung was zu ändern, dann sind wir aufeinander zugegangen, dann haben wir Fragen gemeinsam erörtert, manchmal hatten wir Gemeinsamkeiten, manchmal hatten wir auch Trennendes. Und deshalb war es so, dass wir 2011 auch gemeinsam zwischen FDP, Union, SPD und Grünen genau den Mechanismus der Parteienfinanzierung, was die relative Obergrenze und die absolute Obergrenze gemeinsam hier im Haus beschlossen haben. Und von dieser Art zu diskutieren, als Parteien, Fraktionen gemeinsam eine Lösung zu finden, haben Sie sich mit dem Vorgehen hier komplett verabschiedet. Und dafür, meine Damen und Herren, werden Sie sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger in Ihren Wahlkreisen stellen müssen. Da ist nichts mehr mit Wegducken und Verweisen auf die Fraktionsführungen der beiden Großkoalitionäre. Das geht einfach so nicht. Und es schadet allen Parteien, allen demokratischen Parteien. Das ist doch das Problem, was wir haben. Wissen Sie, sonst könnte ich doch sagen, laufen Sie einfach in Ihr Unglück. Aber es ist doch ein völlig unüblicher Stil. Ich meine, dass keiner aus Ihrer Fraktion mal den Kontakt zu mir als Berichterstatterin gesucht hat. Aus Ihrer Fraktion übrigens auch nicht. Weder zu den Kollegen der FDP, noch zu den Linken, noch zu uns Grünen. Niemand hat mal gesagt, lasst uns darüber mal diskutieren. Wie findet ihr denn den Vorschlag in der Sache? Frau Kollegin Hasselmann. Das ist doch einfach kein normales Verfahren, meine Damen und Herren. Das verantworten Sie ganz alleine. Frau Kollegin Hasselmann, der Kollege Dr. Herr Hoffmann, FDP, möchte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Gerne, Herr Hoffmann. Der CDU-Abgeordnete Stefan Happart hat hier in der letzten Debatte zu diesem Thema erklärt, dass die Schwäche der Parteien in der Weimarer Republik zum Untergang geführt haben, und leitet daraus ab, dass die Parteien heute unterfinanziert seien. Das ist ja vernünftig. Da kann man natürlich darüber streiten, ob das Unfug ist oder nicht. Ich denke, die Parteien erhalten heute so viel Steuergeld wie eigentlich noch nie. Und jetzt wird von der CDU und SPD noch mal ein Aufschlag von 15% gefordert. Ich glaube, die Herrschaften haben den Schuss noch nicht gehört, der uns die Truppe hier, die alternative Südkurve, mit den Gauleitern beschert hat. Ich glaube, wir brauchen Reformen aus der Mitte der Gesellschaft heraus und deshalb auch des demokratischen Spektrums. Jetzt die Frage an Sie. Glauben Sie, dass die Parteien insgesamt und speziell auch die Grüne Partei zu schwach finanziert ist und uns deshalb Weimarer Verhältnisse drohen würden? Und glauben Sie, dass die teure Hauruck-Aktion von CDU und SPD auf Kosten der Bürger dazu beiträgt, das Vertrauen in unsere liberale Demokratie zu stärken oder eher zu schwächen? Halten Sie das Handeln der Regierungskoalition für verantwortlich oder letztendlich ein Sargnagel für unsere liberale Demokratie? Ja. Vielen Dank, Herr Hofmann, für Ihre Frage. Zum Ersten. Ich glaube, dass die Parteien eine wirklich gute finanzielle Grundausstattung brauchen, damit sie in dieser Demokratie, in unserer lebendigen Demokratie, auch guter Bestandteil sind und ihre Arbeit gut ausführen können. Und gerade weil ich überzeugt bin, dass das notwendig ist, ist so viel Sorgfalt
angelegt, wenn man über Parteienfinanzierung redet. Und deshalb ist es auch so notwendig, einen Konsens herbeizuführen zwischen den demokratischen Parteien darüber, was wir denn im Parteiengesetz ändern wollen oder wie wir die Parteienfinanzierung aufstellen wollen. Und deshalb ist hier so ein großer Fehler gemacht worden von Union und SPD, weil die Darlegungspflicht und die Begründungspflicht, die uns das Bundesverfassungsgericht auferlegt hat, mit der dürfen wir nicht so fahrlässig umgehen, wie das hier passiert. Meine Damen und Herren, und Herr Hofmann, genau das war ja meine Frage auch in der Anhörung an die Sachverständigen. Glauben Sie, dass die Begründung für die Finanzerhöhung der Obergrenze, die es herauflegen, um 25 Millionen, dass das sachlich begründet ist? Und es waren mehrere Sachverständige, die deutlich gemacht haben, weil das Bundesverfassungsgericht uns einen so klaren Begründungsrahmen und eine Darlegungspflicht vorgibt, müssen wir als Gesetzgeber das genau begründen und nicht mit drei Stichworten nach dem Motto Digitalisierung, Mitgliederentscheide und irgendwie soziale Medien. Meine Damen und Herren, gucken Sie mal in die Begründung, Herr Hofmann. Genau das steht da ja drin. Drei Schlagworte und am Ende keine Begründung, keine Darlegungspflicht, die belastbar ist. Frau Kollegin Hasselmann, damit ist die Frage des Kollegen Dr. Hofmann beantwortet. Okay. Und der Kollege Dr. Hofmann, für den Ausdruck, diese Truppe von Gauleitern, muss ich Sie zur Ordnung rufen. Mein Wort wurde aber nicht angehalten. So, also das rechne ich jetzt noch ein bisschen mit. Ne? Über die Redezeit verfügt der Präsident. Ich weiß. Im Gegensatz zu vielen anderen kenne ich ja die Geschäftsordnung. Meine Damen und Herren, demokratische Grundsätze der inneren Ordnung von Parteien, die staatliche Teilfinanzierung und auch die gleichzeitige Staatsferne, und da knüpfe ich mal an das Stichwort Weimar an, was Herr Hofmann gerade genannt hat. Diese drei Elemente sind ganz zentral für die Wahrnehmung unserer Arbeit und die Legitimation in dieser Demokratie für Parteien. Und deshalb ärgert es mich so, wie Sie hier heute vorgehen. Sie schaden uns allen, den demokratischen Parteien, mit dieser Art des Vorgehens ganz erheblich. Und es ist doch auch kein Wunder, dass zum Beispiel Ihr Schatzmeister, ich weiß gar nicht, ob er heute überhaupt da ist, sich in die letzte Reihe gesetzt hat. Was haben Sie für große Töne gespuckt 2015, 16, als wir hier diskutiert haben, als wir über Rente Sozi gesprochen haben? Da hieß es, die SPD legt bald einen Gesetzentwurf zu Sponsoring vor. Meine Damen und Herren, das kommt doch noch dazu, hat Herr Buschmann doch vollkommen recht. Sponsoring, klare Veröffentlichungsregeln, Transparenzregeln bei Parteienfinanzierung, alles kein Thema mehr bei Union und SPD. Und deshalb auch ein Grund, meine Damen und Herren, diesen Gesetzentwurf heute abzulehnen. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Frauke Petri.